So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator 2 Endless Mode. Und hier ist zwar momentan noch sehr leer, aber dafür ist unser E-Mail-Postfach. Er ist nicht voll, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen was drin, wo wir erstmal ein wenig lesen müssen. Also schauen wir auch mal. Hallo, mein PC ist bereit für eine kleine Übertaktung. Ich möchte, dass Sie meine Timings auf dem RAM um minus 2 anpassen, also 2 Teilzeit machen. Können Sie das bis zum 14.10 erledigen? Das kriegen wir hin. Ich glaube, Spiral House Aufkleber würden auf einem PC gut aussehen. Ich sehe, da will jemand selbst ein wenig Eigenwerbung machen. Können wir machen. Mein Nachwuchs war dran und jetzt bekomme ich auch noch seltsame Pop-Up-Fenster angezeigt. Vielen Dank, Amanda. Kein Problem, das kriegen wir doch hin, Amanda. So, was haben wir hier? Hi, ich glaube, mein PC zeigt allmählich Alterserscheinungen. Ich brauche definitiv 4 Terabyte Platz auf der Festplatte. Ich kann auf keinen Fall mehr als $200 ausgeben. Bekommen Sie das bis zum 14.10. hin? Mein PC ist in letzter Zeit etwas heiß. Kann man dagegen etwas tun? Was halten Sie von dekorativen Aufklebern? Erst neulich habe ich richtig tolle in hellgrau aus Kunststoff gesehen. Also, du würdest gerne Kunststoffkabel haben, also Kunststoff-hellgraue Kabel und 4 Terabyte für $200, sprich wahrscheinlich eine HDD, sonst bin ich sehr sicher, dass wir nichts finden. Schauen wir doch erstmal nach den hellgrauen Kabeln. So, du hättest gern aber die Kunststoffdinger. Wir haben sogar schon Kunststoffdinger. Weißt du was, nehmen wir aber auch noch die hier mit. Ist ja nichts schlimm bei. Ah, die hier können wir auch theoretisch noch mitnehmen. I don't care. So, genau. Können wir mal hier reinschauen. Was haben wir denn überhaupt, was 4 Terabyte groß ist? Ja, da sehen wir es. 4 Terabyte bei SSDs würden $380 kosten. Die können wir uns leider abschminken. Das hätten wir aber auf jeden Fall schon mal eingeplant. Sehr gut. Und dann können wir natürlich nochmal in die Mail zurückkehren und erstmal sagen, jo, nehmen wir an. Und hier weiterschauen. Was haben wir denn da? Alles klar. Also, ich hörte, Sie brauchen PCs. Ich will sicherstellen, dass mein Computer optimale Leistung erbringt. Können Sie ihn ja auf einen Leistungswert von mindestens 14.127 tunen und 4 Grafikkarten in meinem System installieren? Ich will ehrlich sein, ich kann höchstens $6.000 ausgeben. Außerdem brauche ich den Rechner spätestens morgen. Ich glaube, Overclockers-Aufkleber würden auf dem PC gut aussehen. Geht das? Das Fantex Anthill Pro 2 Tempered Glass Gehäuse sieht cool aus. Sprich das mal 10-mal hintereinander schnell aus. Wäre toll, wenn ich das bekommen könnte. Alles Liebe, Mark. Ja, wir können mal schauen, Mark. Schauen wir doch erstmal nach dem Case. Was kostet das denn? Das Anthill Pro 2 Tempered Glass hättest du gerne. Wir müssen ein bisschen unser Geld im Auge behalten. Wir hätten $5.400 hätten wir noch übrig. Du wolltest aber nicht unbedingt eine Wasserkühlung haben, ne? Nee, hast nicht gesagt, dass du eine Wasserkühlung willst. Das ist gut für uns, denn das wäre noch ein bisschen mehr tricky. Schauen wir doch erstmal, was ist denn so die beste Grafikkarte, die wir kriegen können, die 4 Grafikkarten unterstützt. Und eigentlich, was ist die günstigste Grafikkarte? 4 Grafikkarten. Obwohl, wir bauen jetzt keine RX 560 an. Aber wir gucken mal. So, vielleicht irgendwas, das halt auch gut aussieht. Und wo ich mir vorstellen kann, dass wir auch 4 Stück vielleicht reinkriegen. So was wie eine 6800 XT, aber die ist budgetmäßig nicht drin. Müssen halt gucken. Wir haben vielleicht ein Budget von knapp $1.000. Radeon 7 sieht natürlich immer cool aus. Aber ich fände halt schon die 1080 Ti Kingpin. Das wäre schon Hingucker. Das wird aber nicht easy vom Geld. Und vom Netzteil auch nicht. Gucken wir doch mal. So, ich hätte gesagt, ein 1300 Watt Netzteil muss es tun. 1600 Watt sind ein bisschen teuer für uns. Oder? Ah, geht schon. So, irgendeine SSD muss auf jeden Fall sein. Also, ohne geht echt nicht.
Ja, dann mir auch breitschlagen, dass wir die hier nehmen erstmal. Obwohl, die kostet $20 weniger als die hier und... Nee. Das kommt mir nicht hier in den Laden. So, jetzt brauchen wir aber Mainboards. Mit Unterstützung von SLI und Crossfire oder SLI. Und mit Unterstützung von mindestens 4 oder 5 PCIe-Slots. Gucken wir doch mal. Wir hatten hier das TX40 Aorus Extreme. Das geht, glaube ich. Das X399 Gaming Pro Carbon geht. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal was gemacht. Ich weiß, es gibt auch irgendein X570 Board. Das finde ich eigentlich schon fast am besten. Da, das X570 Godlike zum Beispiel. Könnte man auch machen. Obwohl das vom Spacing her hier schon fast am besten aussieht, ehrlich gesagt. Aber weißt du was? Why not? So, da müssen wir aber gucken, dass wir nicht zu insanely teuer werden. Was zugegebenermaßen ein bisschen tricky ist. Gibt es halt leider nur einen 24-Kerner. I'm sorry. Obwohl, wir können auch... Warum ist das so? Ich hinterfrage einfach die Preise mal nicht. Warum auch immer der $755 kostet, wenn die hier alle mehr kosten. Und zumindest die beiden, die Lower-End-Modelle sind. Aber wie gesagt, hinterfragen wir es einfach nicht. So, ich glaube 3600 MHz war, wenn ich das richtig gesehen habe, eben das am wenigsten krasse, was, also nicht das am wenigsten, sondern das am meisten krasse, was wir machen können auf dem Board. So, 4 Riegel. Ja, weißt du was? Gönnen wir. 8 Riegel. Und dann bräuchten wir natürlich noch ein wenig Budget für etwas Kühlung. Das muss allerdings auch ein TF4-Sockel unterstützen. Das ist dann nicht mehr so viel. So, und natürlich muss auch irgendwo in unserem Budget sein. Aber das dürfte jetzt nicht so die krasseste Schwierigkeit da dran sein. Haben wir irgendwas von den neuen Wasserkühlungen? Wir können halt die MSI Core Liquid nehmen. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, Netze haben wir, SSD haben wir, Grafikkarten haben wir, RAM haben wir, Mainboard haben wir, Kühlung haben wir, CPU haben wir. Damit hätten wir auch unser gesamtes Geld ausgegeben. Basically. Obwohl, weißt du was, wenn wir eh schon dabei sind, können wir ja irgendwie halt hier noch ein paar Standardfarben an Kabeln kaufen, die uns eh begegnen werden demnächst. Dann darf halt nur nichts schief gehen irgendwo. Wenn jetzt halt irgendwo was schief geht, haben wir ein Problem. Gehen wir nicht aus davon, dass irgendwas schief geht. Das wäre echt nicht gut. So. Das hier passt erstmal. Angenommen sind ja alle. Sprich, Zeit für uns einen verfrühten Feierabend zu machen. Und uns zurückzulehnen. Denn das wird auf jeden Fall ein, ja gut, ist jetzt nicht ein super komplexer Bild. Aber es ist auch nicht gerade einfach mal so gemacht. Ist schon ein klein wenig Aufwand. So. Erstmal machen wir natürlich aber die 2 leichteren Aufträge. Einfach um auch auf Nummer sicher zu sein, was Geld angeht, falls irgendwas doch schief gehen sollte. Und wir für den größeren Bild irgendwas brauchen. So, du warst das mit den 4 Terabyte. Genau, sonst hast du gesagt, du hast noch diese hellgrauen Kabel sehr gerne. Und dein PC ist in letzter Zeit sehr heiß. Okay, Lüfter scheinen aber trotzdem alle zu funktionieren.
Warum auch? Ah ne, wegen den Kabeln war ich hier. Ich wollte mich gerade selbst fragen, weswegen ich hier hinten aufgemacht habe. So. Also 3 Terabyte, das ist ja mickrig. Bauen wir... Ah, verdammt. Das ist natürlich alles wieder verkabelt worden hier. Also nicht ganz alles, aber... You know what I mean. nehmen wir mal irgendwelche der neuen Kabel. Ich will sehr hoffen, dass die Person damit keine Probleme hat. Sonst gibt es Ärger mit mir. Weil das wäre ziemlich lächerlich. So. Das hätten wir aber. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal ein Betriebssystem hier. Wir hätten natürlich auch das Betriebssystem klonen können, aber who cares? So, ja. Sonst hast du eigentlich nichts, außer dass es, wie gesagt, ein bisschen zu warm ist. Haben wir USB-Stick schon drin? Ja, wir haben USB-Stick schon drin. Dann können wir ja theoretisch gerade hier einmal schauen. Der bootet ja, aber da müssen wir ein bisschen ins BIOS. Und die Cache Latency anpassen. So. Weißt du was, du kriegst noch eine Free-Übertaktung. Ach, du hattest 3200 RAM, hast nicht auf 3200. Diese Menschen, ey. Diese Menschen, ey. So. Aber locker auch auf 12, 14, 14, 28. Und hier wollten wir überall auf den Leistungsmodus gehen, was die Lüfter angeht. Lautstärke war dir ja egal. Das passt auch für mich am besten. So. Perfekt. So, hier können wir mal schauen, dass wir einen USB-Stick wieder anschließen. So, Cinebench hätte ich gerne drauf, um zu benchmarken, dass auch alles läuft. Genau, sonst bräuchtest du vor allem einen Virenscanner. Hier. Und dann lassen wir erstmal Cinebench laufen und wir nehmen beiden Virenscanner. Und den hier können wir im Grunde dann ja schon mal abgeben. Die grauen Kabel sind installiert. PC dürfte nicht mehr heiß laufen. Very good. Und weißt du was? Das hier nehmen wir gerade mal mit. Gut, das sieht auch top aus. Normalerweise würde der schon sehr viel früher Probleme machen, wenn irgendwas nicht passt. So, da ist jemand auch soweit happy. Alles erledigt. Gut, das können wir erstmal abbrechen. Und du wolltest sonst vor allem die Spiral House Aufkleber. Die können wir... Warum sagst du Cache Latency minus 2 anpassen? Falsch. Hä? Der PC ist mit Standard auf 14, 16, 16, 32 gekommen. Oder darf ich nicht auf... Sag mir jetzt nicht, dass ich auf 30 muss. Weil es genau sein muss. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Da waren wir doch standardmäßig auf 14 eben. Als der PC bei uns an. Kann auch gern noch niedriger gehen. Ich habe damit kein Problem. What the hell? Was ist dein Problem, Rudi? Macht hier gar keinen Sinn. Oder darf ich ihn nicht übertakten? Das ist das Problem. Sorry, ich wollte dir halt ein gratis Performance-Upgrade geben. Aber dann halt nicht, I guess.
Lächerlich. Als ob da jemand jemals Nein sagen würde. So. Den hätten wir auch fertig. Und dann können wir uns mal an den großen PC hier setzen. Etwas aufwendigeren Bild. Schon schickes Case. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gecheckt, ob unser Netzteil... Nein! Passt wirklich nicht rein. Damn it! Das war die eine Sache, wo ich mir so sicher war bei einem gigantisch großen Case. Was hast du denn für eine Restriction für Cases, für Netzteile? 220. Aber ich glaube, die 1600 Watt Netzteile sind... Ah, nee, das Corsair Netzteil würde gehen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Es kann sein, dass wir jetzt nicht mehr vom Budget hinkommen dann. Ich baue erstmal alles andere ein. Dann sehen wir ja, der zählt da ja normalerweise an der Seite mit, was unser Budget mit Budget angeht. Wenn wir zumindest das Teil hier dran haben, müsste er das tun. Ja, da sind wir. Dann sehen wir, ob wir am Ende diese 700 irgendwas Dollar noch haben oder halt nicht. Wenn wir es nicht haben, dann kaufen wir halt ein 1300 Watt Netzteil. Ist jetzt auch nicht tragisch. So. Nur dann wäre halt nicht irgendwie über Taktspielraum oder so da, falls wir das in Zukunft noch zu tun planen. Was ich eigentlich schon gern tun würde. Weil es einfach ganz cool ist. Ich hoffe gerade sehr, dass das nicht eine der IOs ist, die keinen Bock hat, installiert zu werden, wenn der RAM schon installiert ist. Aber hey, werden wir gleich rausfinden. So, die hier können wir auf jeden Fall schon mal alle ausbauen. So. Ja, die hat gar keinen Bock. Warum ist der da problematisch? Ach, egal. Wir können... Stimmt. Ich hasse es. Lass mich wenigstens den RAM gleich nochmal installieren, bitte. Hast du das, wenn solche Clearance-Issues da sind? Hier. That makes total sense. Egal. Hoffen wir mal, dass wir hier unten... Ja, okay. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil das ist der Slot, wo wir, glaube ich... Warum bekomme ich hier nur zwei angezeigt? Warum bekomme ich nur drei insgesamt angezeigt? Ich könnte schwören, ich habe auf hier geklickt. Okay, dann haben wir jetzt ein Problem. Warum darf ich übrigens... Moment. Warum darf ich da oben keinen installieren? Help. Darf ich im zweiten Slot bitte auch einen installieren? Weird. Oder macht der irgendwie in irgendeiner Form Probleme? Geht jetzt der dritte? Nee. Oh nee. That's not good. That's really not good. Ich
In a professional manner, we say Moment. Ich habe eine Idee. Was haben wir für ein Netzteil nochmal da? Ja, das könnten wir uns abschminken. Ich kaufe mal eins der 1300er Netzteile. So, das hier. Was kostet nochmal eine weitere 1080 Ti? Ja, die können wir uns momentan nicht leisten. Nee, das brauchen wir jetzt. Was ist, wenn wir diesen PC fertig bauen und den stattdessen hier verkaufen? Kriegen wir das Geld wieder zurück? Das wäre jetzt wichtig. We need the money. Hier. So, diese Seitenwand. Fehlende Kabel. Nix da, fehlende Kabel. Gut, die Dinger können wir da hinten zumachen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, wir brauchen ein anderes Mainboard oder andere Grafikkarten. Aber beides können wir uns ja gerade nicht leisten. Wir hätten theoretisch auch gucken können, ob wir einfach irgendeinen anderen PC von den Gebrauchtdingern kaufen und den reparieren und verkaufen. Aber hey, das hier ist ja auch eine Option. Sehr gut. Betriebssystem ist schon mal installiert. Gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen was rausholen. Cinebench noch von mir aus. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Upgrade. Und dann würde ich sagen, it's overclocking time, zumindest gleich. Obwohl, nee, machen wir direkt. CPU können wir gleich machen. Okay, das war unsere untere Grafikkarte, die da keinen Bock hatte. Kann ich aber auch... Obwohl, die untere Grafikkarte? Sind you sure, buddy? Naja. Tun wir einfach mal so, als würde es denn ergeben. So. Und hier müssen wir ein bisschen zurückschrecken. Immer noch? Mimimi. Kann natürlich jetzt auch die CPU gewesen sein. Also unmöglich ist es nicht. Okay, vielleicht ist die CPU gerade im Moment. Habe ich eigentlich ein bisschen übertrieben mit meinem Move Fast and Break Things. So, jetzt aber. Ja. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Können wir auch mal gucken, was die GPUs so vertragen. Wahrscheinlich nicht allzu viel mehr als das hier. Genau. Das war ziemlich accurate. So, dann können wir einmal Cinebench laufen lassen und nebenbei einmal TimeSpy. Und dann würde ich das Ding gleich mal hier in Verkauf stellen und hoffen, dass wir dafür irgendwas bekommen. Sobald wir wissen, was wir hier für einen Score bekämen.
Aber das ist wert. Wir können auch nebenbei gerade mal schauen, was wir hier bekämen. Hier ist nur ein kaputtes Netzteil drin. Das ist schon mal zum Beispiel sehr, sehr gut. Hier ist auch nur ein kaputtes Netzteil und kaputte RAM und kaputte Grafikkarte auch. Das ist Mainboard, das ist Netzteil und RAM. Ich glaube, den hier würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber der hier liest sich eigentlich ziemlich gut. Aber warten wir jetzt erstmal kurz. Ja, also da werden wir ein bisschen abscheißen beim CPU-Score. Der wird uns wahrscheinlich ziemlich hart runterziehen. Obwohl die GPUs sind jetzt auch nicht mehr die neuesten. Aber 120 FPS haben sie uns ja trotzdem gebracht. Also insofern. Ja. I mean, it's not that bad. Schauen wir mal. Nur 3000. Was ist denn? Sekunde. Ich kann ja rausfinden, was er uns gekostet hat. Ja, okay, doch. Hab gedacht, der wäre mehr wert gewesen. Muss er doch eigentlich. Wir hätten doch 5000 irgendwas und jetzt haben wir nur 96 plus ein 3900er PC. Also setzen wir ihn mal für 4,5 an. Was? Nicht mehr als 10% über dem UVP? Könnt mich mal. Hier 2. 4,3 lässt uns nochmal. Okay, 4,4 dann wahrscheinlich aber nicht mehr, ne? Nee. Erst mit 4,3,5. Ich will wissen. Ah, okay. Nee, das hatten wir ja gerade. Okay, 4,3,7. 4,3,7,9. 4,3,7,9. Ja, yeah, müssen wir damit leben. Okay, nee, noch einmal. Nein! Okay, jetzt müssen wir wirklich dabei bleiben. Wir sind jung und brauchen nein das Geld. I need money fast. Ja, 56%. Das ist ziemlich beschissen, diese Chance. Wie viel besser ist es, wenn ich 4300 mache? 69 zumindest. Ja, probieren wir das doch mal. Und dann gönnen wir uns nebenbei den hier. Naja. Bauen das andere gebrauchte Netzteil ein, was wir haben. Aber wenn ich ehrlich bin, machen wir den Part nächsten Part. Also, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal zurück hier bei PC Building Simulator 2. Bis dann und ciao.